Jo, Tag zusammen, DJ Vincent aus Frankfurt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, was ich so noch nie gemacht habe. Ich reacte heute auf ein Reaction-Video und zwar geht es um dieses hier. Das ursprüngliche Video ist von Mike Hoffmann. Fünf Dinge, die du als DJ-Anfänger brauchst. Und Syntica hat auf dieses Video reagiert. Das Video von Mike ist, also jetzt ist Dezember 2021. Das Video von Mike ist schon fast 3 Jahre alt. Das Video von Syntica ungefähr 4 Monate, als ich das abgerufen habe. Wer die beiden nicht kennt, ich stelle sie ganz kurz vor. Mike Hoffmann ist mobiler Hochzeits-DJ, auch schon ein paar Jahre länger. Macht das Ganze hauptberuflich und macht bei YouTube-Videos für Anfänger, wo er halt ein paar Tipps gibt, wie man anfängt, wie man ein paar Mixes macht und so weiter, was man alles braucht. Und darum geht es ja auch in diesem Video. Syntica hingegen ist 25 Jahre alt, das habe ich im Internet gesehen, kommt aus Nürnberg und ist Club-DJ. Ja, Club und große Events, also nein, das Größte, wo sie bisher aufgelegt hat, war die Street Parade in Zürich, wo immerhin 1 Million Gäste vor Ort waren, plus auch noch eine Fernsehübertragung. Also die hat es auf jeden Fall drauf, die kann das, was sie macht. Und sie hat eben auf dieses Video von Mike reagiert. Und ich habe mir das Video in Gänze angeguckt und habe gedacht, naja, es gibt so ein paar Sachen, über die wir mal reden sollten. Ich wünsche euch auf jeden Fall Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video. Okay, gucken wir uns das Video mal an. Das hier ist direkt der Anfang. Gar Was du als keine! DJ-Anfänger natürlich Gar auch brauchst, keine! ist eine Gar DJ-Software. keine! Und eine Nein! moderne DJ-Software, die du auf deinem Laptop oder deinem Computer installieren Nein! kannst. Hallöchen! YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction aus dem Pool unserer Community. Und ich bin nicht amused, was ich da gesehen habe. Genau, also Syntica streamt ganz viel über Twitch, ist wahnsinnig erfolgreich da und hat jetzt hier auch so einen Discord-Server und hat da wohl aus ihrer Community eben dieses Video vorgeschlagen bekommen. Hier, guck dir das nochmal an. DJ lernen 5 Dinge, die du als DJ-Anfänger brauchst. DJ-Tipps, DJ-Guide, DJ-Starter. Das soll ein Video sein, was mich triggern soll. Und das wird's, verspreche ich euch. Zumindest habe ich das jetzt einfach mal so aus dem Discord rausgelesen. An der Stelle möchte ich ja mal klein sagen, weil ich schon sehe, da geht es um Hochzeits-DJ, dass das schon mal eine ganz andere Schiene ist. Aber wir gucken es uns trotzdem an und ich bin gespannt, was Mike zu sagen hat. Genau, das ist schon mal ganz interessant. Sie hat sich auf jeden Fall schon mal den Hinweis gegeben, das, was sie macht, ist was völlig anderes als das, was Mike macht. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Ja, mobiler DJ, das heißt, alles, was man braucht als DJ, ist Platz und eine Steckdose. Ich bringe mein gesamtes Equipment mit für Hochzeiten, sage ich jetzt mal von mir, für Hochzeiten von vielleicht 30, 40 Leuten Minimum bis 200, würde ich mir schon zutrauen, kein Problem. Und als Club-DJ brauchst du nur dein USB-Stick, da ist deine Musik drauf, die du für den Abend ausgesucht hast und vorbereitet hast. Und dann gehst du in den Club, da stehen Pioneer-CD-Player, steckst du deinen USB-Stick rein und spielst dein Set. Manche DJs auf großen Festivals spielen auch nur irgendwie 1 Stunde oder so und hauen dann wieder ab und fliegen mit dem Flugzeug zum nächsten Festival, wo sie gebucht sind. Das kommt für DJs natürlich nicht in Frage. Also das kommt natürlich für mobile DJs nicht in Frage. Wenn ich gebucht bin für eine Hochzeit, geht es bei mir meistens 12 Uhr mittags los. So ab 3, 4 Uhr geht vielleicht die Veranstaltung selber los und die endet dann nachts um 3, vielleicht 4. Und dann eben abbauen und ab nach Hause. Also so ein ganz normaler Arbeitstag für einen mobilen DJ, das können locker 18 Stunden sein. Wenn man als DJ anfangen will, stellt man sich natürlich vor allem die Frage, was brauche ich denn überhaupt alles, um DJ werden zu können? Ganz genau. Und darum geht es in dem Video insgesamt. Ich spare uns den ganzen Anfang. Wir springen direkt in Minute 3:43. Genau, weil da kommt dieses Anfangs-Intro, was Hintika hier an den Anfang vom Video gestellt hat, kommt hier nochmal und Allgemein wichtig. da wird es auch richtig lustig. Gar Was du als keine! DJ-Anfänger natürlich Gar auch brauchst, keine! ist eine Gar DJ-Software. keine! Und eine Nein! moderne DJ-Software,
die du auf deinem Laptop oder deinem Computer installieren kannst und mit der du schon das DJing ein wenig ausprobieren und üben kannst, um darin besser zu werden. Nein, 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 nein. Wir hören uns gleich mal an, wie sie das argumentativ rüberbringt. Jein! Eine Software, außer er erklärt es gleich noch, ist eine pure Software, ohne Hardware, ist, kannst du so 0,0 vergleichen wie mit einer Hardware. Überraschung! Das ist Birnen und logisch. Apfel. Und die DJ-Software ohne Hardware-Zusatz sind nicht dafür gedacht, dass man damit mixt. Das ist aber auch genau das, was Mike meint. Also es geht hier nur um die Auswahl einer Software. Alles, was man dazu auch noch braucht, kommt später. Gar nicht. Und ja, natürlich kannst du auch mit dem DJing starten, ohne eine DJ-Software. Ja. Weil es gibt mittlerweile auch Geräte wie Controller, Mischpulte, CDJs. Die gab es vor der Software. Ganz genau, CDJs gab es vor der Software. Die Pioneer CDJ 500 waren die ersten CDJs. Die kamen 1994 raus und Final Scratch kam 2003 raus, wurde 2007 von Traktor oder von Native Instruments übernommen, wurde dann Traktor FS und daraus ist dann halt hinterher Traktor Scratch Pro und diese ganzen anderen Sachen entwickelt worden. Ohne DJ-Software oder einen Laptop funktionieren. Trotzdem rate ich dir dazu, weil es die einfachste und modernste Art ist, um mit dem DJ zu beginnen. Jawohl, zu beginnen. Es geht hier um nichts anderes als Anfänger. Zudem findest du auch einige DJ-Softwares als Anfangs- oder als Home-Version für zu Hause, die du dir sogar kostenlos runterladen kannst. Yep, absolut. Dabei ist es auch egal, ob du dir Serato, Traktor, Recordbox, Virtual DJ, DJ Pro oder irgendeine andere DJ-Software suchst. Da würde ich noch ergänzen, Cross von Mixvibes. Ich glaube, Version Nummer 3 gibt es mittlerweile auch als Full-Version kostenlos zum Download. Wenn du noch gar keine Erfahrung gemacht hast mit einer DJ-Software, dann rate ich dir dazu, guck dir unbedingt meine Virtual DJ-Videoreihe an, in der es darum geht, das DJing mit einer kostenlosen Home-Version der Software Virtual DJ zu lernen und ganz einfach nachzumachen. Ich sag's nochmal, eine pure Software bringt dir beim Auflegen gar nichts. Und ja, das haben wir jetzt verstanden. Ich bleibe weiterhin kein Fan davon, dass man Anfängern immer eine Software in die Hand drückt, weil das Problem ist, dass man dem Anfänger damit beibringt, immer nur auf die Software zu achten. DJ sein hat mehr damit zu tun, als die BPM abzulesen und die Waveform übereinander zu legen, die du alle abgucken kannst. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Also um das Handwerk richtig zu lernen, ist meines Erachtens gleich mit Software, außer man deckt sie ab, meinetwegen, ich finde den Weg nicht gut. Weil was passiert, wenn die Software halt wirklich mal abkackt? Was machst du dann und hast nur noch einen USB-Stick da? Aber da merkt man den großen Unterschied zwischen Club-DJ und mobiler DJ. Als Club-DJ gehst du mit dem USB-Stick los. So, als mobiler DJ brauchst du ein viel größeres Repertoire, um auf alle Musikwünsche eingehen zu können, als das ein Club-DJ braucht. Ja, weil ein Club-DJ, wie gesagt, auf einem USB-Stick, da passt genug Musik für, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Stunden vielleicht. Aber halt auch sehr, sehr begrenzt, was das Repertoire angeht, was man ja auch in einem Club gar nicht anders erwarten würde. Aber bei einer Hochzeit, so ein normaler Hochzeits-DJ sollte eigentlich auf seinem Laptop so um die 20.000 Songs haben. Verschiedene Songs. Und zwar wirklich aus, ich weiß nicht, beginnt mit Rock'n'Roll, 60er, 70er, 80er, 90er, die Doppel-Nuller Jahre, 2010. Du musst einfach aus jeder Epoche die wirklich besten Klassiker da haben, die Knaller, um auf Musikwünsche zu reagieren zu können, wenn es eben gefordert ist. Die Sache mit Software und Abdecken, also oder anders gesagt, die Sache mit Handwerk, was Sintika meint, sie erklärt leider nicht so wirklich, was genau sie damit meint. Also das ist ein bisschen ärgerlich. Ich sage euch mal meine Meinung, was aus meiner Sicht gutes DJ-Handwerk ist. Ich muss im Kopfhörer einen Song vorhören können, ich muss die Geschwindigkeit anpassen können im Kopfhörer, ohne dass ich die BPMs sehe, dass ich die Waveform sehe, da gebe ich ja absolut recht. Also das ist wirklich sehr, sehr gutes DJ-Handwerk, muss man echt sagen. Aber auch ganz ehrlich, heutzutage macht das fast keiner.
die Möglichkeiten sind ja da. Ja? Ich kann 100, also die BPMs ablesen, ich kann die Waveform übereinander legen. Ja, das macht es insgesamt viel, viel einfacher. Aber ja, das ist nun mal halt einfach der Luxus einer DJ-Software. Und da ist es egal, ob jetzt DJ-Software oder auch CDJs. Ich meine, im Display stehen ja auch die BPMs. Und wenn ich zum Beispiel so einen Standalone-Controller wie den Denon Prime DJ 4 oder wie heißt der, Prime 4, habe, ja, das ist ein Display, und da liegen die Waveform auch übereinander. Dazu gehört noch, also zum Handwerk gehört auch noch, ja, richtig mit Effekten umgehen. Nicht zu viel, sondern eher weniger, ist meistens mehr. Und dann gehört für mich aber zum DJ-Handwerk auch die Auswahl der Songs dazu und vielleicht auch Musikkenntnisse. Also welchen Song würde ich nach dem nächsten Song spielen? Also welche Songs passen zueinander? Das ist damit gemeint. Das ist so ein bisschen schade, dass sie das nicht weiter ausführt. Ich habe Sintika angeschrieben über Instagram mit der Bitte, hier, lass uns doch mal drüber reden. Was genau meinst du da? Ich habe ein paar Fragen zu deinem Video. Sie hat leider nicht darauf reagiert. Das ist eigentlich schade. Ja, scheiße gelaufen, weil hast du die Software nicht mehr. Die Sache mit der Software. Sie stellt hier immer wieder hin, DJ-Software würde abstürzen. Das ist so ein Mythos. Also ja, natürlich, früher ist das öfter mal passiert, da waren die Rechner vielleicht noch nicht ganz so leistungsfähig und es war auch noch nicht eben DJ klar, was man einstellen muss, damit die DJ-Software nicht mehr abstürzt. Heutzutage, also sagen wir andersrum, ich habe bis vor einem Jahr habe ich noch mit einem ganz einfachen Laptop mit einem Pentium-Prozessor aufgelegt. Traktor 2.11 war gleich die Version, die ich auf dem Ding hatte. 8 GB Arbeitsspeicher und ich glaube, ich hatte sogar, nee, ich hatte noch eine ganz normale HDD, keine SSD, als Festplatte. So, das hat funktioniert. Und zwar wirklich gut. Heutzutage, also jetzt ein Jahr später, 2021, mit dem Sprung zu 2022, würde ich auf jeden Fall entweder ein i5 Prozessor oder ein i7 Prozessor, also ne, Intel, mit 8 GB Arbeitsspeicher und eine SSD. Das sind, glaube ich, so die Hardware-Komponenten, die ich auf jeden Fall in den DJ-Laptop mit einbauen würde oder danach auswählen würde. Und ganz wichtig, LAN-Adapter und WLAN-Adapter ausschalten, das könnt ihr in die Geräteeinstellungen machen, ist super easy und dann stürzt so ein Laptop eigentlich nicht mehr ab. Das ist Schnee von gestern, das passiert nicht mehr. Und einfach nur darzustellen, dass jetzt ein USB-Stick so viel sicherer wäre, wenn ich den in meinen Pioneer CDJ oder was auch immer reinstecke. Ja, weiß ich nicht. Bei David Guetta sind auch schon mal CD-Player abgestürzt, aber das lag eher daran, dass da waren seine CDs, glaube ich, kaputt. Also. Diese Videoreihe findest du auch hier auf dem Kanal. Ich verlinke sie dir hier oben einmal mit dazu und natürlich auch unten in die Videobeschreibung mit rein. Er ist sympathisch aber. Er ist wirklich sympathisch, muss man echt sagen. Finde ich cool, dass es ihm hier Props gibt für sympathisch sein. DJ-Anfänger ist natürlich ein rein technisches Gerät, auch von Vorteil. Und zwar Ja! in Form eines DJ-Controllers. Nein! Ja, mit so einem DJ-Controller kannst du eine DJ-Software, die ich dir eben ja schon erklärt habe, ganz einfach steuern. Denn Ja? es macht schon einen großen Unterschied, ob du eine DJ-Software nur per Mausklick am Computer lernst oder ob du Okay, wirklich ein ja. Gerät da hast mit Reglern und Knöpfen zum Anfassen und hier das DJing gleich richtig lernen kannst. Was Mike leider hier nicht erwähnt, ist nicht nur, dass man an einem Controller eben die ganzen Parameter, also den Equalizer, Lautstärke, Filter, Effekte und so weiter einstellen kann, sondern so ein ganz handelsüblicher, normaler DJ-Controller hat auch ein eingebautes Audio-Interface und zwar zweimal Stereo. Das heißt, ich habe einmal für den linken Kanal und oder also die linke Seite, wo ich einen Track abspielen kann und einmal die rechte Seite. Und dann habe ich ein Audio-Interface, was einmal das Master-Signal rausschickt, entweder über kleine Klinke oder Cinch oder im besten Fall sogar XLR. Und ich habe einmal die Möglichkeit, einen Kopfhörer anzuschließen. Und mit den Knöpfen auf dem Controller kann ich dann auswählen, welchen von den Songs ich vorhören möchte. Und das ist eigentlich der Riesenvorteil von einem Controller, dass da eben das Audio-Interface schon eingebaut ist. Ja, und dass ich eben die ganzen Knöpfe habe, mit denen ich die ganzen Parameter einstellen kann. Aber das Vorhören ist leider hier der Punkt, den er vergisst. Weil wenn du es irgendwann mal professioneller betreibst und in einen Club, in eine Diskothek oder auf eine andere Feier zum Spielen gehst, dann brauchst du immer oder hast auch immer vor dir Komm einen in die DJ-Controller, Gruppe! ein Mischpult oder ähnliches,
mit Knöpfen zum Anfassen. Dann bringt dir eine Maus, die einen Laptop steuern kann, leider recht wenig, weil du hier wirklich Knöpfe zum Drehen hast und Regler zum Anfassen. Da diese Facebook-Gruppe, die da gerade eingeblendet war, die gibt es schon lange nicht mehr. Und ja, ganz ehrlich, kein DJ geht heutzutage mit einem Laptop und einer Maus, ja, einer Maus in den Club und legt damit auf. Das macht keiner. Auch bei einer Hochzeit. Also ein DJ, der Geld dafür haben will, dass er Musik auflegt, mit Laptop und Maus und dann am besten noch kleine Klinke auf Cinch an den Kopfhörerausgang vom Laptop angeschlossen. Ganz ehrlich, das wäre hochnotpeinlich. Dafür würde ich im Leben kein Geld ausgeben. Ist es schön und wichtig, das DJing schon mit einem mechanischen Gerät zu lernen? Ja, aber nicht, wieso nur DJ-Controller? Wieso werden dann nur DJ-Controller aufgeführt? Wieso wird da kein Komplettset aufgeführt? DJ-Controller ist definitiv die günstigste und einfachste Variante, aber wie gesagt, einfach ist nicht gleich das Beste. Es ist das modernste, in Anführungszeichen, ja, mindert aber in einem gewissen großen Maße, je nach DJ-Controller, das Handwerk. Das Handwerkliche am Auflegen. Mit einem Laptop und Controller, wenn man schon ablesen kann, kann jeder in 2 Wochen DJ werden. Das hat aber dann am Ende nichts mit Handwerk zu tun. So, und da müssen wir auch nochmal ganz kurz drüber reden. Also, Citica scheint so ein bisschen was gegen Controller zu haben und eben ihr Komplettset zu bevorzugen, was ich absolut verstehen kann. Ja, als Club-DJ hast du vor dir ein Komplettset, wer nicht weiß, was es ist, erkläre ich ganz kurz. Ein Komplettset in einem Club ist normalerweise ein Mischpult und 4 Player, entweder von Pioneer oder auch von Denon. Und ich habe mal so eine kleine Argumentationshilfe mitgebracht, warum oder wie es sein kann, dass hier kein Komplettset aufgeführt wird. Und zwar liegt es einfach am Preis. Das hier ist der Newmark DJ2Go Nummer 2 und der kostet 69 Euro aktuell. Wird geliefert mit Serato DJ Intro und das nennt man die Einstiegshürde für ein Hobby. Also wenn ich als Anfänger ein Hobby neu lernen möchte, wenn ich nicht weiß, ist das überhaupt was für mich, macht mir das überhaupt Spaß am Ende des Tages, dann habe ich hier die Möglichkeit für 69 Euro mir so einen kleinen Controller zu besorgen. Da ist die Software mit dabei, die kann ich auf meinem Laptop, den wahrscheinlich sowieso jeder zu Hause stehen hat, aufspielen und kann damit anfangen, die Basics lernen. Ja, ich habe hier 2 Jogwheels, ich habe eine eingebaute Soundkarte, hier offensichtlich mit Kopfhörer und mit einem Main-Ausgang für die Lautsprecher nach draußen. Ich habe die Möglichkeit, das Master-Level zu regeln. Ich habe die Möglichkeit, den Kopfhörer, die Lautstärke im Kopfhörer zu regeln. Ich kann beide Seiten auswählen und kann sie vorhören. Ich kann durch meine Library browsen, also scrollen mit dem Browse-Wheel. Ich kann die Songs laden. Ich habe 4 kleine Performance-Pads, die ich sogar verschieden belegen kann, mit Cue-Punkten, Auto-Loops, mit manuellen Loops und ich kann auch Samples benutzen. Ja, und der böse Sync-Button ist natürlich auch mit dabei und dann halt diese beiden runden Dinger, die Jogwheels, womit ich im Song vorspulen oder auch zurückspulen kann oder wenn der Song dann eben läuft, wenn ich außen anfasse, langsamer machen oder wenn ich draußen ein bisschen anschubse, dann eben schneller zu machen. So, 69 Euro. Das ist für viele eine absolut machbare Sache. Und wer vielleicht mein Video gesehen hat aus der Experten-Talk-Serie mit Oliver Joost, also ich habe die Experten-Talk-Serie gemacht und die eine Ausgabe war eben mit Oliver Joost. Oliver Joost gibt hier in Frankfurt DJ-Workshops und ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, wie wird man DJ? Und er gibt wirklich schon seit ganz vielen Jahren diese Workshops, wo auch schon einige wirklich tolle DJs daraus hervorgegangen sind. Max Nammert, Justin Hahn natürlich, David Alka, von dem ich sehr viel halte und natürlich die Jungs von Le Jeune Flug. Viele von denen haben gesagt, sie haben angefangen mit einem DJ-Controller für 50 Euro. Das waren vor allen Dingen diese Herkules-Dinger, die teilweise auch schon XLR-Ausgänge oder große Klinkenausgänge hatten, also einen ordentlichen Ausgang hatten, womit man eben Traktor echt gut steuern konnte. Ja? Für Anfänger wohlgemerkt.
Und diese Controller haben in der Regel 50 Euro gekostet. Gut, der hier kostet jetzt 69 Euro, ist aber nicht weiter schlimm. Nehmen wir mal an, ich würde vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen. Kann ich mir auch hier so einen Numark Platinum FX kaufen. Der hat immerhin schon mal Cinch-Ausgänge, hat große Jogwheels, hat 8 Performance-Pads. Ich kann den Equalizer benutzen mit Mittenbässen und Höhen. Ich habe Filterknöpfe, ich habe sogar Effekt-Pedals in der Mitte. Ich habe ganz, ganz lange Pitch-Fader, also das wäre auf, für mich auf jeden Fall ein DJ-Controller, mit dem ich auch, mit, da würde ich mir auf jeden Fall locker zutrauen, auf einer Hochzeit zu spielen. Der wird übrigens auch mit Serato geliefert. Wenn ich noch ein bisschen mehr Geld ausgeben will, ne, der hier kostet 229 Euro. Das ist für jemanden, der ein Hobby komplett lernen will, komplett neu lernen will, echt schon eine ganze Menge Geld, meiner Meinung nach. Wenn ich aber der Meinung bin, ich möchte noch mehr Geld ausgeben, dann kaufe ich mir hier so einen Roland DJ 505. Das ist fast der gleiche Aufbau wie beim Numark Platinum FX. Ich habe oben allerdings noch die Möglichkeit, nochmal zusätzliche Drums auf meine Spuren zu legen. Hier seht ihr diese 16 kleinen Lampen. 4 in Rot, 4 in Orange, 4 in Gelb, 4 in Weiß. Und ja, kann dadurch einen Song definitiv nochmal aufpeppen. Ich kann vielleicht eine Kickdrum drauflegen oder nochmal eine Snare zusätzlich oder ein Ridebecken, um vielleicht nochmal einen anderen Effekt zu benutzen. Aber ne, für 522 Euro kann ich hier schon echt einen guten Controller kaufen. Ich würde, glaube ich, auch mit Serato geliefert, ja. Und ja, aber das ist halt 522 Euro zu investieren für ein Hobby, von dem ich noch nicht mal weiß, ob ich es in 2 Monaten immer noch machen will, weil darum geht es in dem Video von Mike. Ja, und Mike hat vorhin auch schon Standalone-Controller angesprochen. Das hier ist der Denon DJ Prime 4, kostet 2100 Euro. Und ob ich mir den als Anfänger, ja, vielleicht so mit 15, 16 Jahren, vielleicht auch mit 18, ob ich mir den überhaupt leisten kann, ist, glaube ich, eine ganz andere Frage, ob ich den brauche, ob ich überhaupt am Anfang, um die Basics zu lernen, mit so einem Controller auflegen sollte oder mir sowas zu anschaffen sollte, glaube ich nicht. Ja, ich kann das natürlich auch noch ein bisschen übertreiben, weil wir gucken uns jetzt mal hier, ich gehe nochmal ins Weiter, das Komplettset an, was Syntica angesprochen hat, weil ich habe mir eins von ihren Videos angeguckt und sie hat eben Pioneer, Mischpult und 4 Player zu Hause stehen, aber so ein CDJ 3000 Twinset, also 2 CD-Player, kostet mal eben 4700 Tacken. Und da habe ich noch keinen Kopfhörer, ich habe noch keinen Mischpult, ich habe noch keine Lautsprecher und ich habe auch noch gar keine Musik. Aber ich kann einen USB-Stick reinstecken, wenn da meine Musik drauf ist und kann die von diesen CD-Playern eben abspielen. Aber 4.700 Euro nur für 2 CD-Player, finde ich ganz schön krass. Ja, ich könnte natürlich auch das Ganze als Vinyl-Set kaufen. Das heißt dann Pioneer DJ, DJ MV10 LF. Das ist nur das Mischpult und dann dazu nochmal diese PLX 1000 Plattenspieler. Kostet dann eben auch 4.500 Euro. Ja, und alleine dieses Mischpult Pioneer DDJ V10 kostet 3.480 Euro. Und das für einen Anfänger, worum es hier geht, halte ich völlig übertrieben. Also das ist unrealistisch einfach. Und darum hat Mike hier kein Komplettset aufgeführt, weil so ein ganz einfacher Numark DJ2Go Controller reicht aus, wenn ich mit dem DJing anfangen will. Das nur mal vielleicht als Erklärung. Zum Beispiel einem DJ-Controller. Wenn du noch keinen Controller hast oder dir vielleicht demnächst einen zulegen möchtest, dann schau dir unbedingt mal dieses Video an. Hier stelle ich dir die besten DJ-Controller bis zu 400 Euro vor für DJ-Anfänger. Ja, hat Mike nochmal gut gesagt. Die besten Controller. Ob das jetzt die besten sind, weiß man nicht. Also ne, kommt immer so ein bisschen auf den Geschmack an. Aber er stellt halt DJ-Controller für Anfänger für maximal 400 Euro vor. 400 Euro ist schon echt eine Hausnummer, wenn ich ein Hobby anfangen will. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass er diesen so einen ganz einfachen kleinen Numark DJ2Go Controller da auch mit auflistet, weil es einfach eine günstige Variante ist, um ein Hobby anzufangen. Natürlich findest du dieses Video auch unten in der Videobeschreibung mit drin. Na klar. Kopfhörer. Oh, Kopfhörer. Ja. Brauchen wir die übrigens wenn auch. Wenn du als DJ schon angefangen hast und eine Software und vielleicht sogar einen Controller besitzt und damit schon deine ersten Erfahrungen und Übungen gemacht hast, dann benötigst du unbedingt einen DJ-Kopfhörer. Wieso muss man immer DJ davor sagen? Irgendwie triggert mich das ungemein. Ich weiß auch nicht. Du brauchst gescheite Kopfhörer. Ja, gebe ich absolut recht. Es müssen keine DJ-Kopfhörer sein, die
die Ohren komplett abdecken. So ganz normale Smartphone-Kopfhörer reichen in der Regel auch. Dazu brauche ich dann hier so einen Adapter, kleine Klinke auf große Klinke. Und damit ich den eben in meinen Controller reinstecken kann. Dieser Numark-Controller hier, der hat, soweit ich weiß, auch einen kleinen Klinkenanschluss. Also da könnt ihr ganz normalen Smartphone-Kopfhörer einfach so reinstecken. Einen richtigen Kopfhörer, mit dem du deinen nächsten Track, den du in den aktuellen Song reinmixen willst, unter dem Kopfhörer einfach vorhören kannst. So kannst du schon alle wichtigen Dinge anpassen, wie Lautstärke, Geschwindigkeit, den Beat und den Takt setzen, damit du den Song passend reinmixen kannst. Das alles die Störung war übrigens in dem Video von Syntica rein unter dem Kopfhörer. Ja. Aber welcher Kopfhörer ist hier der richtige? Du kannst natürlich frei wählen und kannst natürlich am Anfang auch mal mit den Kopfhörern anfangen, die du vielleicht schon zu Hause hast. Absolut bester Tipp. Ja, benutze erstmal das, was ihr zu Hause habt. Trotzdem möchte ich dir mal drei Kopfhörer empfehlen. Die verlinke ich dir einfach unten in die Videobeschreibung mit rein, die du als DJ-Anfänger für das DJ nutzt. Die Sonys kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Die habe ich selber. Die genau, hatte ich 25. Das sind die hier. Die AKG sind auch okay. Jetzt muss man aber auch mal wieder an den Preis denken. Also die Sennheiser kosten um die 130 Euro. Ich weiß nicht, was die anderen kosten, aber... welche sind die richtigen Kopfhörer? Wenn ich das Hobby als DJ wirklich gut betreiben will und auch wirklich ein bisschen Spaß dran haben will, Sennheiser ist sicherlich keine falsche Investition. Das sind On-Ear-Kopfhörer, also die auf dem Ohr aufliegen und dadurch das Ohr so ein bisschen verschließen, um dann eben den Außenschall abzuhalten. Es gibt auch noch In-Ear-Kopfhörer, das sind die ganz normalen iPods oder Handy, Smartphone-Kopfhörer, die stecke ich in den Gehörgang rein. Und dann gibt es auch noch Over-Ear-Kopfhörer, da ist die Muschel vom Kopfhörer ist so groß, dass das Ohr dadurch also von dieser Muschel eingefasst wird. Das sind vor allen Dingen Kopfhörer, die so im Studiobereich oder auch bei Fernsehproduktionen benutzt werden. Aber eben auch diese Sennheiser HD25 Pro, die sieht man immer wieder bei Sportveranstaltungen, wenn die Kommentatoren eingeblendet sind. Die haben dann hier auf dieser Seite, da wo das Kabel hochkommt, auch noch so diesen Mikrofonarm und die gibt es jetzt seit 25 Jahren, glaube ich, oder fast 30 Jahren. Also ich habe meine ersten gekauft, 97, 98 oder so. Und das sollten ja geschlossene Kopfhörer sein. Also der Außenschall sollte wirklich draußen bleiben. Danach kann man, glaube ich, ganz gut bemessen, ob Kopfhörer wirklich gut sind oder nicht. Ja, wenn du dann die erste Musik besitzt, dir eine DJ-Software rausgesucht hast und vielleicht sogar schon mit einem DJ-Controller arbeitest, und das ein oder andere sogar schon mixen möchtest unter einem Kopfhörer, dann benötigst du unbedingt professionelle Mixing-Kenntnisse. Musik einfach nur auslaufen zu lassen und dann den nächsten Song zu starten, der jetzt sich einfach mit anfügt. Windows Media Player. Ja, absolut. Windows Media Player. Ja. Modernes Mixing besteht darin, zwei Songs miteinander zu verbinden, ohne dass eine Pause entsteht. Ja, ansonsten könnte ich einfach eine Playlist ablaufen lassen. Dass diese Songs vielleicht sogar nahtlos ineinander übergehen, ohne dass es der Gast oder der Tänzer auf der Tanzfläche überhaupt mitkriegt, dass gerade der Song wechselt. Das macht modernes Mixing. Weil das den Spannungsbogen hält. Ja, also wenn ich einen Song habe und ich lasse ihn auslaufen, ja, dann gibt es den Spannungsbogen und zum Ende des Songs hört er wieder auf und muss durch den neuen Song wieder aufgebaut werden. Wenn ich aber die Songs übereinander lege, also... Ja, das Ende vom einen Song in den anderen Song mit einfließen lasse oder den Song starte, bevor der alte ausgelaufen ist und das auch noch von der Geschwindigkeit und so weiter von den Beats her angepasst habe, dann kann ich dadurch den Spannungsbogen weiterfügen. Und ich habe nicht immer dieses Hoch und Runter, sondern habe einen einigermaßen gleichmäßigen Spannungsbogen, den ich dann über, ich weiß nicht, nach vielleicht so 5, 6, 7 Songs wieder ein bisschen abflauen lasse, weil ich dann vielleicht die Musikart wechsle oder die Musikrichtung wechsle oder vielleicht auch die Geschwindigkeit drastisch ändere. Dadurch kann ich dann wieder einen neuen Spannungsbogen aufbauen. Und anhand dieses Mixing können wir uns an verschiedenen Methoden... Aber auch das hat nichts mit modern zu tun. 1900, Schlag mich tot, als sie alle mit Vinyl und Schallplatte aufgelegt haben, haben sie das auch schon gemacht. Aber halt nicht mit dem Controller, sondern mit Vinyl. Ganz genau. Dran bedienen. Einige davon findest du zum Beispiel schon in meinem Anfängervideo 5 DJ-Übergänge oder Übergangsarten, die du als Anfänger nutzen kannst. Ich verlinke es dir auch unten mal in das Video mit rein. Zudem findest du hier auf dem Kanal unzählige Videos zu dem Thema Mixing,
zu dem Thema DJ-Übergänge, die für dich als Anfänger geeignet sind. Nicht nur bei Mike, sondern auch auf ganz vielen anderen Kanälen findet ihr Videos, wie man Übergänge macht. DJ Transitions ist da so ein Stichwort. Wenn ihr das eingibt, findet ihr hunderte von Videos, ob es jetzt von James Hype ist oder von Carlo Attendido, gibt's, oder auch DJ City machen, glaube ich, ganz viele so Übergangsvideos. Also gibt es mehr als genug. Schau hier unbedingt mal mit rein. Ja, das ist nochmal so die Übersicht, wie Mike seine 5 Dinge aufgeteilt hat, die man als DJ-Anfänger braucht. Was mir da fehlt, sind Lautsprecher. Also Lautsprecher, mit denen ich die Musik auch noch ausgeben kann. Ja, weil ich brauche ja irgendein Medium, über das ich meine Musik laut darbieten kann. Und da reicht zum Beispiel so eine JBL Boombox oder keine Ahnung, irgendwas, was ihr auch schon da habt. Also Papas alte Stereoanlage, sicherlich nicht verkehrt. Oder jede kleine Aktivbox, wo ich mit einem entweder Cinch oder kleine Klinkenkabel reingebe. Das reicht für den Anfang. Ja, Freunde, das waren sie. Die 5 Dinge, die du als DJ-Anfänger brauchst, um als DJ starten zu können. Du brauchst keine Luftgitarre, du brauchst auch keine Gaming-Controller. Nein. 5 einfache Dinge. Die meisten davon Syndica sieht aus, als wenn sie auch eine Zitrone gebissen hätte. Hier auf dem Kanal in vorgefertigten Videos erlernen. Wie zum Beispiel das Mixing, woher du richtige Musik bekommst oder welches auch der beste DJ-Controller ist. Alle Videos davon habe ich dir unten in der Videobeschreibung nochmal mit rein verlinkt. Ansonsten, wenn du es nicht schon getan hast, abonniere hier unbedingt den Kanal, um von weiteren DJ-Tipps und mehr Videos profitieren zu können. Jeden Mittwoch geht hier ein brandneues DJ-Video für dich online. Also, ich stimme ihm nicht bei allen Punkten überein, auf gar keinen Fall, besonders klar. Nicht immer Anfänger, Laptop und Konsole und gib ihm. Klar, dass du Kenntnisse brauchst, ja, dass du Musik brauchst, ja, natürlich. Vielleicht bin ich dazu, ist doch logisch. Ja, wir wissen das, aber ein DJ-Anfänger weiß das nicht unbedingt. Aber besonders beim Technik-Ding, außer bei den Kopfhörern, bis auf die was war das, die Sonys kenne ich nicht. Ja. Sennheiser und die AKGs sind okay. Absolut. Da bin ich bei ihm. Aber das wird, also, das ist mir zu viel auf Billo-DJ. Was? Das ist mir zu viel auf Laptop-DJ gemacht, bin ich. Ja, natürlich, klar, weil Mike ein mobiler Hochzeits-DJ ist, ja, und natürlich hat er einen Laptop und es geht hier nochmal um Anfänger. Ja, und ein Laptop, weiß ich, wie gesagt, ein Pentium-Prozessor reicht vielleicht sogar, ein Intel i3, ja, auch das reicht aus mit 4 oder 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, solange ich dann nicht mit auf große Festivals fahre, um da aufzulegen oder so, oder auf überhaupt eine Hochzeit, für die ich Geld bekomme, reicht sowas zum Anfang, für zu Hause reicht das aus. Ganz ehrlich, weil für mich sind Laptop oder Billo-DJs, das ist für mich kein, das hat für mich, wie gesagt, vielleicht bin ich da auch schon zu lange in dem Thema mit drinne. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt schon auflegt. Ich meine, sie ist 25, ich habe mit 15 angefangen, weiß nicht, ob sie das auch schon so früh gemacht hat. Das ist für mich kein Handwerk, bei Recordbox, bei Serato abzugucken und alles abzulesen. Ja, also wenn ich mir Carlo Attendido angucke, auch der hat einen Laptop dabei. Klar, der legt auch mit einem digitalen Vinylsystem auf. Der legt aber auch mit einem Controller auf. Und ich glaube, der versteht sein Handwerk ziemlich gut. Und das würde ich von mir auch behaupten. Billo DJs. Es ist doch Folgendes. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, Sitika hat sich eben dieses Set gekauft, was ich davon beschrieben habe, für ungefähr 8.000 Euro. Also dieses Pioneer-Mischpult und 4 Player. Oder es waren, glaube ich, nur 2 Player. Also nehmen wir mal an, sie hat 8.000 Euro investiert, ja, für ihr Set, was ja schon mal echt viel Geld ist. So, gucken wir uns mal die mobilen DJs an. So, als mobiler DJ brauche ich, nehmen wir mal an, ich bleibe bei dem Beispiel Laptop und Controller. So, dann brauche ich auch noch Lautsprecher, vielleicht sogar noch extra Subwoofer, ich brauche Stative, ich brauche Licht, ich brauche ein Funkmikrofon, ich brauche eine Nebelmaschine, ich brauche jede Menge Kabel, ich muss ein Auto, womit ich zum Gig fahren kann, ich brauche eine Betriebshaftpflichtversicherung, ich brauche so viel mehr Equipment, was ein Club-DJ nicht braucht. Ich gehe mal davon aus, dass jeder Club-DJ zu Hause sein Set hat, Mischpult und 2 Player und eine kleine Möglichkeit, um abzuhören, also sprich Kopfhörer und Lautsprecher. Und dann reicht denen das in der Regel, um sich vorzubereiten auf den Gig. Aber ein mobiler DJ
brauche viel, viel mehr Equipment. Und da ist der Laptop und der Controller sind nur ein Teil von vielen anderen Sachen, die ich mir anschaffen muss und vor allen Dingen auch regelmäßig erneuern muss. Ich würde mal so sagen, alle 4, 5 Jahre sollte man sich einen neuen Laptop kaufen. Bin dabei, dass das neue Technik oder neue CDJs natürlich auch können. Ja, definitiv. Danke sehr. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob du direkt mit sowas Hingekackten anfängst, statt vielleicht doch dir erstmal wirklich ein Set zu holen oder einen Standalone-Player Für oder um 2.100 damit Euro. erstmal zu arbeiten, um nicht direkt so dieses komplette Software-Ding vor der Nase zu haben, wo du dann halt eh am Arsch bist. Wenn die Software abstürzt, dann hast du, der ist ja verkackt, ne? Habe ich auch schon mal gesagt. Ja. Mumbe. Aber da bin ich, wie gesagt, kein Fan davon. Das mag sein. Aber nochmal, für Anfänger. Für Anfänger ist die Variante mit Controller und Laptop, einfache Kopfhörer, um mich auszuprobieren, reicht das aus. Nichtsdestotrotz, er kommt halt aus einem anderen Bereich. Er ist sehr sympathisch. Das Brummen vom Mikrofon muss weg. Das Habe ich leider gar hat nicht mich gehört. so hart getriggert. Aber er scheint ein sehr sympathischer Mann zu sein. Und Ist er auch, wie gesagt, definitiv. Hochzeits-DJs oder Event-DJ, da bin ich ja auch relativ raus. Was mache ich ja nicht. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute. Und auch wenn wir nicht einer Meinung komplett sind, ja, hat er sich trotzdem Mühe gegeben. Wenn er sich Mühe gegeben hat, in Zeugnissprache wäre, er hat sich Mühe gegeben oder er war bemüht, das Klassenziel zu erreichen, dann heißt es, er hat es nicht geschafft. Video. Dankeschön fürs Einschicken an der Stelle und wir sehen uns in der nächsten Reaction. Macht's gut. Ciao, ciao. Jo, vielen Dank auch an euch, dass ihr mit mir dieses Reaction auf ein Reaction-Video angeguckt habt. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meinen Standpunkt klar machen. Ich sehe halt auch ein paar Sachen einfach anders als Zentika, was aber auch absolut okay ist. Ja? Jeder hat die Freiheit, seine eigene Meinung zu haben und gerade weil sie eben aus diesem Club- und Festival-Bereich kommt, kann sie es gar nicht anders wissen und das ist auch absolut in Ordnung. Also es bitte überhaupt. Ich habe nichts gegen Sintika. Überhaupt nichts. Gar nicht. Ich weiß, dass die Frau auflegen kann. Musikgeschmack ist wieder eine andere Geschichte. Aber sie hat das, was sie als Handwerk vorhin beschrieben hat, das hat sie auf jeden Fall drauf. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Und ich bin ihr wirklich dankbar für dieses Video, weil das eben nochmal diesen großen Unterschied zeigt zwischen mobilen DJs und Club-DJs oder Festival-DJs. Aber nochmal, es geht hier um Anfänger. Ein Anfänger, ich kann von einem Anfänger nicht erwarten, dass er erstmal 2.100 Euro für einen Standalone-Player investiert, um mit einem Hobby anzufangen, wie gesagt, von dem man nicht weiß, ob er es nächste Woche noch macht. Danke an euch alle fürs Zuschauen. Mein Name ist DJ Vincent aus Frankfurt. Bleibt gesund. Peace, y'all.